Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Nun schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwei Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar. Lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Highway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. Los, fahr hier rechts rein. Ah, wie ist es, wieder hier zu sein? Gut. Noch besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzt. Geld allein macht auch nicht glücklich. Eben kein so ein Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist Sand Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Da ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Pete. Du hast ja nur ein paar Jahre weg. Es braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Das ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Wir haben jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. So scheiße. Oh, verdammt, ist ja toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Welt. So, flößt dann in mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nicht sie weg. Wenn's sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn's Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Ah, ja. Scheiße. Ah.
Was machst du da, du Wichser? Oh nein, er bringt uns alle um! Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Naja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in St. Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Verstanden. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkammer...